Experten ernannt. Manuel Kautz, Sprössling eines deutschen Großgrundbesitzers. Ich habe den Kanal erfunden und Daniel davon überzeugt. So wurde er Teil des Regierungsprogramms der Frente Sandinista. Und wenn das chinesische Weltreich kommt, wird dann alles besser? Weiß ich nicht. Das ist noch ein bisschen hin. Aber ja, es scheint so. Die Chinesen haben in keinem Land der Welt auch nur einen Polizisten oder Soldaten stationiert. Aber in Nicaragua ist das ein sensibles Thema. Denn wir haben 6 Invasionen durch die Vereinigten Staaten erlebt. Yankees raus. Yankee go home. So war das hier immer. Und die Leute denken jetzt, mit dem Kanal ist das so ähnlich. Denn die Bauern Nicaraguas, das sind ungebildete Leute. Sie wissen wenig, haben ihre eigene Kultur, besitzen keine universelle Kultur. Und deswegen finden sie das komisch. Ich glaube, es ist gut, wenn sie protestieren. Das ist gut. Ja klar, sie haben ein Recht darauf, ihre Gefühle auszudrücken. Und außerdem zwingen sie uns, sich um sie zu kümmern. Wir haben mit ihren Führern gesprochen und uns mit ihnen geeinigt. Sie haben unterschrieben. Der Chef der Rama-Gemeinschaft hat uns gesagt, das stimmt nicht. Er werde niemals unterschreiben. Sein Name ist Carlos Billis. Ja, das ist der neue Chef von denen. Unterschrieben hat ein anderer. Und selbst wenn wir uns mit dem neuen Chef einig würden, dann kommt wieder ein anderer. So sind die. Sie wissen gar nicht, was ein ernsthafter Vertrag ist. Es sind auch nur wenige, ganz wenige. Und wenn sie begreifen, dass wir ihnen als Miete pro Jahr, na, sagen wir mal, $10,000 zahlen, auf ewig, dann, die haben doch noch nie auch nur einen Dollar gesehen.